Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs in Walheim. Ich hatte Zinn schon gefunden, aber Kupfer habe ich noch nicht gefunden. Allerdings beim Kupfersuchen habe ich hier in der Gegend dann das hier gefunden und hier unten geht's rein. Das heißt, wir haben wieder eine Grabkammer. Da hinten ist, glaube ich, auch noch so ein weiteres, sag schon, Hünengrab. Aber es könnte, nee, ich glaube, das Hünengrab ist, glaube ich, das Hünengrab, was wir schon hatten, wenn ich da jetzt so richtig auf der Karte oben rechts blicke. Aber wir werden jetzt hier unten reingehen und werden gucken, dass wir da schauen, was es hier zu entdecken gibt. Alles nach dem Logo auf dem Großbildschirm. So, Nahrung 4 Minuten. Dann sollten wir erstmal ein bisschen was vormachen können. Dann gehen wir da erstmal rein, ne? So, ab in den ersten Raum. Hier ist ja immer nichts los, glaube ich, oder? Fackel. Oh, jetzt ist die Frage, wie viel Fackel haben wir, ne? Auf jeden Fall haben wir hier schon mal Pilze, die wir mitnehmen können. Und da es hier schon losgeht, ist noch keiner da, ne, oder? Also da hinten war eine Tür, ne? Dann machen wir erstmal den Gang ohne Tür. Und da ist aber auch eine Tür. Hier ist ein weiterer Gang um die Ecke, aber hier schauen wir erstmal, ist nichts los. Die leckeren Pilze nehmen wir mit. Wer weiß, wofür wir so kochen können. So, dann würde ich erstmal hier die nächste Tür aufmachen und schauen. Aha, da haben wir schon mal jemanden. Und da hinten ist noch mehr. Okay. Ein Spawner gleich. Ah, das fängt ja gut an, ne? Warte, wir gehen erstmal ein Stück zurück. Gucken hier weiter. Da ist noch eine Tür. Das heißt, ja, hier gibt es auch noch Knochen, die nehmen wir mal auch vielleicht mit. Gehen wir zurück. Und hier war ja nichts mehr, ne? Ne, nur ein neuer Raum, wo wir dann schon mal die leckeren Kerne haben. Da sind noch Münzen. Und hier haben wir jetzt eine schicke Truhe. Das Bernstein, ne? Ja. Rubin, Geld und 9 Pfeile. Nehmen wir alles mit und wir sind dann da schon wieder voll hier, ne? Ja, das ist natürlich nicht so gut dann schon, ne? Und da kann man auch noch was lesen, ne? Ort bereits der Karte hinzugefügt. Der Uralte. Ah. Okay, da ist der Uralte, unser Freund und Helfer für die Zukunft. Ich glaube, da müssen wir übers Wasser, ne? Das heißt, da müssen wir mit dem Floß hin. Ja gut, hier ist dann wohl nichts mehr, ne? Daneben liegt auch nichts. Dann sind wir hier schon durch. Da können wir noch ein paar Knochen aufheben. Das war ja okay so. Von links sind wir, glaube ich, gekommen. Dann gehen wir erst nach rechts. Geradeaus war nichts. Das heißt, hier ist noch eine Tür und da können wir reingucken. Hier gibt es aber nichts zu holen, außer ein paar Pilze. Die kriegen wir aber alle mit. 2 Minuten haben wir noch Essen. Aber lass uns mal lieber gleich von vornherein hier gucken, dass wir das auffüllen. Dann haben wir wieder 20. Holz wird zum Bauen benötigt. Das könnte man eigentlich wegwerfen, wenn. Ah, da ist sogar noch eine Beere. Ah, hier die Steine, die können wir auf jeden Fall rausschmeißen. Ja, und das Holz würde ich auch rausschmeißen, das kriegen wir auch. Dann haben wir wenigstens noch 2 Flächen frei, ne? So, da waren wir ja, ne? Ja, da waren wir. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Warte mal, war da noch eine Tür oder sind wir daher gekommen? Ne, da sind wir schon einmal schon reingeguckt, da waren die Pilze, ne? Ja. Das heißt, hier sind wir durch. Und hier können wir noch reingehen. Dann haben wir noch einen Pilz. Hier ist sonst nichts. Und rechts war der Ausgang, oder? Ja, das heißt, wir gehen hier diese Tür weiter besuchen. Schauen, wer da so ist. Keiner hier erstmal. Ist das was? Nee, ne? Nein, das ist nix. Und da ist irgendwas Grünes hinter. Und das war schon.
Das war es hier schon. Gut. Oder geht's noch weiter? Da ist noch ein Skelett. Was hat sich hier übrig? Oh, da ist noch was, ein Spawner, glaube ich. Das heißt, da müssen wir schnell hin, damit wir den auch kaputt kriegen. War es das? Ja. Oh, 4 Kerne. Gut, dann nehmen wir mal gerade die Kerne hier raus. Ne, 5 sogar, da hinten ist noch einer. Was liegt da unten? Da liegt auch noch was. Bernsteinperlen, zweimal und. Alles nehmen geht nicht, die Federn bleiben hier, oder? Was machen wir jetzt? Also die Perlen würde ich schon mitnehmen. Komm, wir schmeißen die raus und nehmen lieber die Federn mit. Ich glaube, die sind mir wertvoller wie diese Dingens. Federn haben wir nicht so viele. So, was ist da noch? Ah, da sind die Grauzwergenauge, die sind dahin geflogen. Okay. Das heißt, hier ist erledigt. Spawner ist weg, da geht es nicht weiter. Hier ist noch ein Pilz, den wir mitnehmen können. Das war hier größere Halle, ne? Nicht so der Standardeingang. So, von da sind wir gekommen. Und hier gibt es noch eine Tür. Aber hier ist nichts. Ist auch nichts zum Aufheben. Gut, dann sind wir hier durch. Da kann man nichts mitmachen mit den Dingern. Na, ne, ist nur eine Deko. Gut, das heißt, hier sind wir meines Erachtens dann durch, ne? Und da wir voll sind, würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal hier rausgehen. Das macht so keinen Sinn, weil wir können ja sowieso nichts mitnehmen. Das heißt, auf, raus hier, verlassen. Und draußen ist es dunkel, ne? Ja. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die da liegen, oder? Weiß ich nicht. Ja, was machen wir dann? Das ist die Frage. Ja, eigentlich müssen wir zur Basis zurück, um alles zu entladen, weil da haben wir jetzt ganz viel mit. Der Drüters, so war jetzt richtig ausgesprochen, Drüters LP, der hatte mir auch geschrieben, dass ich die Birken jetzt abbauen kann mit der Bronze-Axt, ne? Das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann werden wir gucken, dass wir das machen, weil dann können wir nämlich dieses Fass bauen, ne? So, jetzt sind wir hier in einem ganz normalen Wald. Und jetzt müssen wir in unsere Heimat zurück. So, hier ist wieder Wald. Ach so, ja, wir müssten mehr in diese Richtung. Da sind lauter Grauzwerge. Ist vielleicht nicht die beste Idee, da lang zu laufen. Laufen wir hier lang. Mag jetzt nicht mit denen kämpfen. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Hier ist unsere Basis, unsere Zwischenbasis. Und hier das zu lassen, habe ich jetzt auch nicht so. Was ist da rechts für ein Licht? Ach, das ist Wasser, ne? So, den großen haben wir. Jetzt kriegen wir die anderen beiden auch noch, oder? Wir haben wieder mal keine Energie, das ist unser größtes Problem, ne? Der ist auch kaputt, jetzt nur noch einer, oder? Halt Angst vor der Fackel, ne? Vielleicht soll ich sie ausmachen, dann kommt er auch, ne? Also kann es das denn sein? So. Das hat mir jetzt was gebracht? Nicht wirklich, ne?
Also dieses Auge, das ist ein Brett. Kreuzbergenauge, Kreuzbergenauge. Das war jetzt nichts Wichtiges. Was liegt hier? Das haben wir sogar glaub, aufgesammelt. Das war ein Wildschwein oder sowas. Uralter Samen. Der uralte Samen, den können wir bestimmt gebrauchen. Das ist bestimmt. Warte, dann lass uns hier ins Lager gehen. Da war noch eine Kiste, oder? Vertue ich mich gerade. Können wir da mal jetzt. Nee, hier ist keine Kiste. Schade. Aber ja, bringt mir ja gar nichts jetzt gerade. Haben wir irgendwelche. Also den Honig, den will ich mitnehmen. Harz, ja, schön und gut. Zinn brauchen wir, da sind wir eigentlich für unterwegs gewesen. Ja. Guck mal, diese Fackel hier, ne? Die ist ja schon mal über sozusagen. Das ist doch dann schon mal das Erste, was wir machen können. Die 1 ist ja gleich alle. Dann sind wir die los. So. Und dann kann ich doch auf die 1 bestimmt was legen. Oder kann ich da nichts legen? Könnte natürlich auch noch sein. Erstmal die dahin, das ist schon mal klar vielleicht. Kann ich denn das Feld nutzen? Ja, ich kann das Feld nutzen. Und jetzt möchte ich gerne den uralten Samen mitnehmen. Kein Platz im Inventar. Wieso habe ich keinen Platz im Inventar? Ich habe doch da gerade ein Feld freigemacht, oder? Ach, der hat schon wieder was anderes aufgenommen. Jetzt nimmt der irgendwas anderes immer auf. Voll geil, oder? So, jetzt habe ich den uralten Samen, aber. Gut. So, das war's. Das bedeutet, wir laufen zurück, um unser Gepäck loszuwerden und gucken dann zu, dass wir vielleicht was aus den Teilen machen können. Wir werden auf jeden Fall Birke dann am Lager abbauen können und dann werden wir dieses Fass versuchen zu machen, damit wir das auch hinkriegen. Das macht Sinn. Und schauen dann weiter, dass wir noch mehr sammeln gehen oder beziehungsweise wir gehen in die Grabkammer zurück. Also ich würde sagen, ich werde jetzt zurücklaufen, werde kurz alles entleeren. Das mit dem Fass machen wir später. Wir machen in der nächsten Folge die Grabkammer. Das macht Sinn. Wir werden dann uns an der Grabkammer in der nächsten Folge treffen, würde ich sagen, ne? Dann sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.